Hallo zusammen. Heute zeige ich euch meine Top 5 Staaten zum Expandieren. Hierbei geht es nicht um eine Rangliste von Ländern oder Staaten, sondern das ist lediglich eine Empfehlung von Staaten, die bei mir in meinem Gameplay, in meinen Runs ziemlich gut funktionieren. Wer auf meinem Twitch-Kanal öfters vorbeischaut, der wird in diesen Runs auch schon gesehen haben, dass ich die auch immer wieder gerne mal nutze, weil ich auch der Meinung bin, dass die wirklich sehr stark sind. Es sind also 5 Empfehlungen von mir für euch. Dabei gibt es allerdings 3 Kriterien, die ich zur Auswahl immer habe. Und zwar zu einem Verrufenheit. Wie viel Verrufenheit kostet mich das Expandieren in das Land oder in die Nation oder in diesen Staat? An zweiter Stelle Widerstand. Wie viele Bataillone, wie viele Flotten hat das Land? Wie schwer ist es uns militärisch, dieses Land zu erobern? Das dritte Kriterium ist, welche Ressourcen sind im Land vorhanden? Also in Relation zum Aufwand, wie viele Ressourcen können wir daraus gewinnen, wenn wir dieses Land annektieren oder erobern. Zu beachten ist beim Erobern dieser Staaten oder Nationen auch Folgendes. Es gibt hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wir können natürlich einen Staat erobern. Wenn wir ein ganz großes Land erobern wollen, wird das natürlich etwas schwieriger sein, weil wir sehr viele Staaten dann einnehmen müssen und das kostet uns natürlich immens viel Verrufenheit. Also bei einem Staat wird es wahrscheinlich auch eher Staat erobern sein. Ist es ein komplettes Land, werde ich eher nach dem Prinzip gehen, Dominion oder Marionette. Bei Dominion, das kostet uns immer weniger Verrufenheit. Marionette kostet etwas mehr Verrufenheit. Davon haben wir natürlich auch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich brauche das nicht zu erklären, was hier der Unterschied ist. Ansonsten, wenn ihr den Unterschied sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier drüber haffern und da den Unterschied zwischen Dominion und Marionette nochmal sehen. Also das ist also das Prinzip der Eroberung hier bei Nationen oder Staaten bei mir. Fangen wir an mit dem ersten Land und zwar Bolivien. Bolivien hat folgenden Vorteil. Es kostet uns, wenn wir uns zur Dominion machen, lediglich 12,2 Verrufenheit, Marionette 18,4. Das ist also schon mal ein sehr niedriger Wert. Wie sieht es mit dem Widerstand aus? Wir haben 15,3 Bataillone. Was ziemlich gut ist bei Bolivien, wir dürfen nicht vergessen, sie haben eine Marionette und zwar Peru. Diese bringen auch nochmal 15 Bataillone mit sich. Ist trotzdem nicht sehr viel. Der Vorteil ist allerdings, wenn ich Bolivien zur Dominion oder zur Marionette mache, erhalte ich Peru quasi auch noch zusätzlich dazu. Das ist der große Vorteil. Man gibt wenig Verrufenheit aus, damit, dass man sehr viel Land mit einem Schlag erobern kann. Und das dritte Kriterium, was sehr wichtig ist, die Ressourcen. Es ist ein sehr ressourcenreiches Land. Hier haben wir sogar in Lima die berühmten Chincha-Inseln, die Schwefelminen-Durchsatz nochmal zusätzlich bringen. Gerade Schwefel ist ja etwas, was sehr schwer zu finden ist. Also hier ein leichtes Ziel, das man erobern kann, was auch noch Schwefelminen mit sich bringt. Und ja, allgemein gibt es hier auch möglich, Kaffee, Tabak, Färbemittelplantagen anzubauen. Wir haben hier sogar noch Gummiplantagen, auch sehr wichtig fürs Late Game. Also von daher Peru, Bolivien quasi in einem Schlag zu erhalten. Mit wenig Verrufenheit, wenig Widerstand. Das gehört auf jeden Fall in meine Liste mit dazu. Und ja, kommen wir nun zum zweiten Land. Und zwar, das wäre Neugranada. Müssen wir gar nicht mal so weit weggehen. Neugranada, wir haben hier lediglich auch 15 Bataillone nur, wenig Widerstand. Dominion kostet uns 14 Verrufenheit und Marionette 21 Verrufenheit. Also auch relativ überschaubar dieser Wert meiner Meinung nach. Wenig Widerstand, wenig Verrufenheit und die Ressourcen sind hier auch phänomenal. Wir haben hier Tabak, Zucker, wir haben hier sogar Kaffee und was relativ neu dabei ist, Neugranada hat jetzt auch Opiumplantage und zwar 45 an der Zahl. Auch eine sehr wertvolle Ressource, auch Färbemittel. Also sehr viele gute Ressourcen hier und später im Mid- und Late-Game auch sehr wichtig, Ölbohranlagen. Die kriegt man hier auch noch dazu. Also Neugranada sehr einfach zu erobern und sehr viele wirklich gute Ressourcen kann ich euch auch wärmstens empfehlen. So, und kommen wir zum dritten Land oder auch Staat und zwar Mexiko/Kalifornien. Schauen wir uns erstmal Mexiko als ganzes Komplettpaket an. Mexiko kostet etwas mehr Verrufenheit. Wir haben hier zwar auch nur 10 Bataillone, allerdings haben wir hier eine Verrufenheitskosten von 52 beim Dominion, Marionette 78. Das ist schon sehr, sehr hoch. Das Gute bei Mexiko, was ich hier so interessant finde, ist, dass wir jetzt mittlerweile hier in dem Staat Sinaloa auch Opium haben, und zwar 59 Plantagen. Das ist schon ziemlich gut. Und wir haben auch in den Staaten hier oben, die zu Mexiko gehören,
auch noch verschiedenste Goldminen. Das kann eigentlich einen ja auch sehr pushen. Die Goldminen, die hier vorhanden sind, die sind sehr wertvoll. Zusätzlich haben wir aber auch noch andere Ressourcen wie Kaffee, Tabak in dem Land, was auch sehr hilfreich sein kann. Wem Mexiko die Verrufenheitskosten allerdings zu hoch sind, den empfehle ich Folgendes. Und zwar Kalifornien. Kalifornien hat hier einen Landwirtschaftsdurchsatz von 20%, den kann ich empfehlen. Wir haben hier die Holzindustriedurchsatz 20%, gerade im Early Game ist der Holzindustriedurchsatz tatsächlich auch sehr stark. Und später im Spiel kommen auch bei Kalifornien mehrere Goldfelder, Goldminen dazu. Ich meine, es wären so um die 12 Stück an der Anzahl. Und das Gute dran ist, wenn ihr Kalifornien erobert habt, dass diesen Staat alleine zu erobern. Staat erobern kostet nur 7 Verrufenheit. Ihr müsst natürlich gegen ganz Mexiko kämpfen. Aber wenn ihr das geschafft habt einmal, habt ihr auch sozusagen eine Tür nach Nord-Mittelamerika. Ihr könnt dann quasi, wenn man weiter in die Zukunft schaut, von hier aus dann natürlich weitere Länder erobern. Entweder ihr geht dann runter hier zu diesem einen Staat, den ich erwähnt hatte, wo es noch Opium gibt, oder ihr geht weiter nach Nevada oder auch Utah. Das sind Staaten, die sind sehr interessant, weil es hier auch noch weitere Goldminen gibt. Also hier meine Empfehlung, Mexiko oder Kalifornien, je nachdem, wie viel Verrufenheit ihr dafür ausgeben wollt. Ja, da kommen wir schon zum Land Nummer 4. Oder Staat Nummer 4. Und zwar Brunei. Ich glaube, das haben sehr viele Leute nicht auf dem Schirm. Brunei kostet lediglich 2,2 Verrufenheit. Das ist fast gar nichts. Wenn der Krieg vorbei ist, ist die Verrufenheit auch schon fast wieder weg. Marionette 3,4. Brunei hat lediglich 3 Bataillone. Also wirklich kaum Widerstand. Es ist sehr einfach zu erobern. Und wir haben hier folgende Ressourcen. Wir haben hier einmal den Borneo-Regenwald. Mit Hartholzausstoß von Gebäuden. Das ist gerade fürs Late Game eher interessant. Dieser Hartholzausstoß aber auch ziemlich gut. 15 Holzfällerlager. Wir haben hier Schwefel. Das heißt, gerade fürs Early Game ein sehr einfacher Start, auch um Schwefelminen dazu zu kriegen. Und später im Laufe des Spiels werden hier auch noch Goldminen erscheinen. Von hier aus könnt ihr dann natürlich dann die anderen Staaten, auch ganz Borneo, erobern. Die anderen Staaten sind auch relativ einfach zu erhalten. Die haben auch jeweils ein bisschen Gold. Ich meine, im Ost-Borneo gibt es sogar auch noch Öl. Und es gibt noch eine weitere Kleinigkeit. Oder das ist gar nicht mal eine Kleinigkeit. Das ist sogar etwas sehr, sehr Starkes. Und zwar hat Brunei, das sieht man fast gar nicht, eine ganz kleine Grenze zu Langfang. Aber warum ist das interessant? Langfang ist ein Tributgeber von China und ist auch im chinesischen Markt drin. Wenn wir Brunei erobern, haben wir eine Landesgrenze quasi mit dem chinesischen Markt. Eine gemeinsame Grenze mit China zu haben, einfachen Handel zu ermöglichen mit dem chinesischen Markt, das ist unglaublich viel stark, wenn man da Rohstoffe rein importieren kann oder Rohstoffe raus exportieren kann. Also diese kleine Grenze hier tatsächlich auch sehr wertvoll, deswegen finde ich, tatsächlich gehört Brunei in die Top 5 auf jeden Fall dazu. Probiert es mal aus und ihr werdet merken, was es für Vorteile mit sich bringt. Ja, und last but not least, ein Staat, wo ich auch sehr gerne expandiere, und zwar Dainam. Dainam kostet uns 24 Verrufenheit als Dominion, Marionette 36, schon ein bisschen mehr. Die haben auch ein paar Soldaten mehr, 55 Bataillone. Allerdings sind das am Anfang Soldaten, die haben eine uneinheitliche Infanterie und ja, hier Infanterie-Schwerpunkt. Also der Widerstand ist trotz der hohen Zahl, relativ hohen Zahl, trotzdem nicht zu stark. Das Gute hier bei Dainam ist, dass wir hier auch Opiumplantagen haben, aber wir haben auch noch Tee, Kaffee, Seide, auch sehr wertvoll, und Färbemittel, was ich auch sehr gut finde. Und auch die Anzahl der Plantagen ist relativ hoch. Wenn wir die weiteren Staaten uns anschauen, seht ihr hier jeweils überall 40 bis, ja, 55, 57 Plantagen immer. Also hier kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel bauen. Bei Dainam kann ich euch empfehlen, um es auch möglichst einfach zu machen, versucht es relativ früh zu erobern, wenn England und China im Krieg gegeneinander sind. Es kann durchaus mal vorkommen, dass sie sich hier gerne mal einmischen, die Länder, wenn ihr versucht, Dainam zu erobern.
Wenn die allerdings hier im Krieg sind, ihr wisst ja, Großbritannien, China hat ja relativ am Anfang schon einen Konflikt. Wenn die im Krieg gegeneinander sind, nutzt dieses kurze Zeitfenster aus, schnappt euch dann Nam, dann wird es, das ist eines der besten Zeitfenster, wo man sich das holen kann. Später sollte es aber auch kein Problem werden, nur hier so eine Empfehlung. Genau. Ja, und das sind meine Top 5 Staaten oder Nationen, die, wohin ich gehe, gerne expandiere. Ich denke, es ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie das Gameplay-Stil auch so von jedem ist. Jeder wird wahrscheinlich so andere Länder haben, die er, wo er gerne expandiert oder nicht. Und ich weiß, da gibt es ein paar Staaten, wo sehr viele meiner Viewer auch sehr gerne expandieren. Die werde ich jetzt auch in meiner Liste mit aufnehmen. Sind nicht meine Top 5 Favoriten, aber trotzdem sind sie eine Erwähnung hier im Video wert, finde ich. Und zwar ein Klassiker auch, Zulu, Oranje, Transvaal. Man erobert Zulu, geht dann nach Transvaal oder eben Oranje. Die drei Staaten auf jeden Fall. Wir haben in diesen Staaten auch Goldfelder, Goldminen. Hier Zulu, ihr seht ja auch schon, nicht so viele Bataillone. Relativ schwach. Wir können ja hier nochmal schauen, das sind 3,9 Verrufenheit, nach Zulu zumindest. Ja, und was ganz gut ist, wenn ihr hier einmal drin seid, in Transvaal, ein sehr, sehr wertvoller Staat tatsächlich. Transvaal hat hier die Waterberg-Kohlefelder, 10% Kohlenminendurchsatz und das bei sage und schreibe 104 Kohleminen. Also auch das sehr, sehr wertvoll. Was ein bisschen mehr Verrufenheit kostet, was auch ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen riskanter ist, ist, weil sich sehr viele Nationen dort auch einmischen können, das ist tatsächlich Niederlande. Niederlande zum Dominion oder zur Marionette machen und dann erhaltet ihr auch die anderen Staaten dazu, die Niederlande quasi besitzt, und zwar hier in diesem Raum. Dann habt ihr auch sehr viele Rohstoffe auf einmal in euren Markt, wenn ihr Niederlande zur Dominion macht oder zur Marionette. Ja, und ansonsten kann ich noch erwähnen, Persien natürlich. Wir haben hier in Persien, in der Region, auch sehr viel Öl, gerade fürs Late Game ganz gut. Also auch hier Persien lohnt sich zu expandieren. Oder auch Staaten in China. Vereinzelte Staaten können sehr stark sein. Nehmen wir hier zum Beispiel Fujian. In Fujian haben wir unglaublich viele Färbemittel, Seide und unglaublich viele Pops auch, die dazu erobern könnt. Aber wenn ihr zum Beispiel dieses Zeitfenster, was ich auch vorhin erwähnt habe, nutzen wollt, um China mal zu schwächen, gerade am Anfang, funktioniert das immer ganz gut. Also wenn China gegen Großbritannien kämpft, könnt ihr euch auch nochmal einen Staat dazu holen. Habt ihr sehr viele Pops, sehr viele Rohstoffe auch nochmal dazu erlangt. Ich mache es sehr ungerne, weil ich finde, in China zu expandieren so schon ein bisschen zu overpowered ist, ein bisschen zu einfach ist irgendwie. Deswegen nutze ich das in meinem Gameplay so gut wie nie. Ich spiele ja auch sehr gerne so ein bisschen Roleplay-mäßig und lasse das dann mal gerne raus. Ich finde es dann immer ein bisschen komisch, in China zu expandieren, aber das kann ja jeder so spielen, wie er will. Aber trotzdem finde ich das eine Erwähnung wert, weil der Aufwand ist relativ in Ordnung und der Ertrag daraus tatsächlich auch sehr relativ hoch. Genau, das sind so die zusätzlichen Erwähnungen. Das waren meine Top 5 der Staaten, Nationen, wo ich am liebsten expandiere, die ich euch auch wärmstens empfehlen kann. Und ja, ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen. Wenn ihr weitere Tutorials oder Let's Plays Folgen von mir nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Lasst auch gerne unten in den Kommentaren mal eure Meinung. Würde ich gerne mal hören, welches sind eure Top 5 Staaten, wo ihr gerne expandiert. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.